Guten Morgen, ich sitze hier mit der Jenny. Die Jenny, die ist mir schon 3-4 Mal begegnet. Das erste Mal beim letzten, nee, nicht beim letzten, doch letztes Jahr beim Rohkost-Potluck haben wir uns das erste Mal gesehen. Und jetzt wieder bei der Revolution. Und da dachte ich mir, da schnappe ich mir einfach mal die Jenny, weil Jenny hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und ja, bist aber schon länger mit dem Thema Rohkosternährung oder generell gesunde Ernährung, Tierschutz verbunden. Oder hast du jetzt erst im Rahmen des YouTube-Kanals damit angefangen? Oder wie ist es so bei dir? Nee, es ist schon, ja, also die letzten vor ungefähr 2 bis 3 Jahren hat sich das so entwickelt, dass ich mich einfach mehr informiert habe, gesünder werden wollte und, Hattest du irgendwelche konkreten gesundheitlichen Beschwerden oder generell allgemein so, ich möchte gesünder werden? Ich hatte so ein paar kleinere Wehwehchen, aber jetzt nichts wirklich Großes oder Nennenswertes, sag ich mal. Ja, das war einfach allgemein, dass ich gesünder werden wollte und, ja, auch. Ja, es hängt auch mit den Tieren zusammen, dass ich schon immer so seit der Kindheit mich zu den Tieren auch stark, also mit denen verbunden gefühlt habe und deshalb ja, mich für die auch einsetzen wollte. Ja. Und wenn man so als Kind so das Gefühl hat, ich möchte für die Tiere einsetzen oder ich bin mit Tieren ja, verbunden, wann hat das so Klick gemacht? War das erst vor 2-3 Jahren, dass du die Tiere isst, für die du dich einsetzen willst? Oder hast du da schon länger mal drüber nachgedacht? Weil das ist ja eigentlich das, wo viele bei manchen so kommt, hä, wieso esse ich die jetzt? Also das macht doch irgendwann keinen Sinn. Wann kam der Punkt da bei dir? Ja, das kam tatsächlich erst so mit Anfang 20, also wirklich erst vor ein paar Jahren. Als ich dann ja, bei meinen Eltern ausgezogen bin, alleine gelebt habe und geguckt habe, ja, wie ernähre ich mich eigentlich, was konsumiere ich, was kaufe ich für Dinge und was schmiere ich mir auf den Körper oder ja, das kam dann alles erst so nach und nach. Und vorher war mir das eigentlich gar nicht so richtig bewusst, dass ich, dass die Tiere dafür sterben, dass ich habe halt irgendwie mir alles so eingeredet, dass es so heile Welt und dass die Tiere ganz alt werden und dann so an Alter spreche. Und ja, dann kam das erst mit der Zeit so. Und ja, dann hast du halt so gemerkt, okay, du möchtest Tiere konkret einsetzen und ja, was bedeutet das in deinem Fall? Also was tust du? Also für mich bedeutet es, dass ich das tue, wozu ich momentan in der Lage bin, dass ich, wie zum Beispiel jetzt mit dem Peter 2 Street Team, es gibt ja ganz viele verschiedene Organisationen oder Vereine, ist auch eigentlich nicht so wichtig, wo man ist, sondern nur, dass man halt aktiv ist und bleibt. Und dann machen wir halt immer ganz verschiedene Aktionen, das ist so saisonabhängig, jahreszeitenabhängig, je nachdem, jetzt beispielsweise kommt ja Ostern, dann machen wir so eine Hühneraktion, ja, mit so Kostümen in der Stadt, dann, wo halt die meisten Leute sind. Ja. Und das meiste ist eigentlich im Großen und Ganzen wirklich die Aufklärungsarbeit oder dass man sich irgendwo vor einem Zirkus oder wo auch immer halt platziert und die Leute, die halt interessiert sind, dann informiert und mit Infomaterial versorgt und ja, so halt aufmerksam auf das ganze Teeleid macht. Genau, eigentlich im Endeffekt das, was bei uns auch allen den Aha-Effekt dann ausgelöst hat. Wir essen das, wo wir eigentlich Gefühle dafür haben, was wir lieben, die Lebewesen. Und das ist im Endeffekt die Aufklärung, also glaube ich, der erste Schritt dann. Und dann läuft, glaube ich, auch vieles von ganz alleine, wenn man das einmal erkannt hat. Ja. Ist dann das ein Selbstläufer. Und nun hast du also aus einem Tierschutzaspekt sozusagen auch deine Ernährung umgestellt, dass du dann halt gesagt hast, okay, jetzt esse ich sie nicht mehr. Oder esse sie weniger wahrscheinlich in erster Instanz erstmal. Und ja, bist dann vegetarisch geworden? Du bist schon vegan, es war oder? So, ich wollte eigentlich schon seit der Kindheit halt vegetarisch erst werden wegen den Tieren. Aber ich hatte halt keine Ahnung von gesunder Ernährung und ich dachte, weil ich immer extrem dünn war, also noch dünner als jetzt, dass ich ohne die tierischen Sachen nicht zunehmen kann, weil ja alle immer, ja, na, isst dein Fleisch und so. Aber dann irgendwann habe ich halt gemerkt, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, auch mit Veganismus und so, dass man das nicht braucht und dass es sich auch wirklich einpendelt, das Gewicht, dass man dann ja ins Gleichgewicht kommt, wenn man sich einfach abwechslungsreich und also vollwertig vor allem auch ernährt. Sehr gut. Also ganz gleich weiterreden, aber das ist ein Punkt, den ich auch an der Stelle nochmal erwähnen möchte. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, mir fällt auch immer das Silke Leopold ein, die essen teilweise 1000 Kalorien, 1300 Kalorien pro Tag. So, der Körper, es ist nicht so, dass wir 2000 Kalorien alle brauchen, 2200, selbst ich wiege 100 Kilogramm, bin 1,96. Selbst ich habe herausgefunden, dass ich nur 1800 Kalorien brauche. Das ist nicht für alle diese 2200 Kalorien. Viele essen einfach, weil sie denken, oh, ich brauche jetzt noch was oder sowas. Wenn ihr euch vollwertig ernährt, wenn ihr vitalstoffreiche Nahrung zu euch nehmt, das ist das, was der Körper braucht, essentielle Nährstoffe. Aber der Körper braucht nicht so viel Energie, wie wir teilweise zu uns nehmen.
Ne? Weil wir brauchen dann auch vieles dieser Energie, die wir zu uns nehmen, wenn wir ungesunde Nahrung zu uns nehmen, wird, ist einfach Energie, die dafür benötigt wird, diese ungesunde Nahrung auch wieder zu entgiften, ne? Und, oder umzuwandeln in Nährstoffe, die wir brauchen. Wenn ihr hochwertige, gute Nahrung zu euch nehmt, dann braucht ihr viel weniger Energie als diejenigen, die im Endeffekt ja, Nahrung zu sich nehmen, sagen wir unbewusste Nahrung, einfach so was von Geburt auf gelehrt wird, zumindest aus der Generation, sage ich mal, die jetzt, sagen wir 20, 30 sind, da war das immer noch so. Jetzt die Neuen, jetzt gibt es ja sehr viele, die ihre Kinder schon bewusst ernähren. Aber aus dem Aspekt heraus, wirklich mein Appell an die, tut euch nicht auf diese 2300 Kalorien oder 2000 Kalorien immer festnageln, sondern ernährt euch wirklich vitalstoffreich, achtet auf die essentiellen Nährstoffe, insbesondere bei veganer Ernährung, Vitamin B12, Vitamin D und Jod, die drei Sachen beachten. Und schaut erstmal nicht unbedingt auf die Energie. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Alles gut, gar kein Problem. Das ist mir einfach ein Bedürfnis. Ja. Genau. Und Wildkräuter und Sprossen auch nicht vergessen. Die ja, das ist natürlich vitalstoffreich ohne Ende. Ja. Ja. Genau, also da vegetarisch wollte ich eigentlich schon viel, viel länger machen. Es war dann so, ja, einfach irgendwann für mich klar, dass ich das halt diesen Schritt gehe. Und dann kam auch relativ schnell das zum Veganen hin. Also es war auch eher schleichend, aber es war schon schnell klar, dass ich es möchte. Ich habe halt nur ein bisschen länger gebraucht, das dann umzusetzen auch. Ja. Und ja, ich habe dann auch halt viel Informationen mehr aus dem Internet einfach geholt, YouTube-Videos geschaut, ja, auch das ein oder andere Buch durchgelesen, aber ja, vieles einfach auch durch selbsterfahrene Sachen dann gelernt und ja. Und hast du, wir waren ja nun auch auf der Revolution, hast du da eine besondere Bindung jetzt auch zur Rohkost entwickelt oder hast du das jetzt aus Interesse verfolgt oder wie ist das jetzt mit der Rohkosternährung, was meiner Meinung nach noch, was die Vitalstoffdichte angeht und auch die Gesundheit auch noch ein Stück mehr ist, wo jetzt der Tierschutz gar nicht mehr eine große Rolle spielt, weil vegan, damit hast du es eigentlich abgeklärt, aber jetzt kommt der gesundheitliche Aspekt, ist das für dich jetzt dann auch ein Thema? Ja, also ja, Rohkost ist für mich, ergibt das einfach am meisten Sinn, weil das Erhitzte, da ist ja wirklich nicht mehr wirklich was an Nährstoffen drin, das ist einfach totgekocht. Und ja, die Rohkost ist noch so nährstoffreich und gibt einem so viel auch. Und machst du das aus der Wissenschaft her? Aus der Wissenschaft leitest du es ab, weil du sagst, es ist totgekocht. Hm. So, das, in Rohkostkreisen ist das natürlich ein Argument. Und natürlich gibt es auch Sachen, die, Vitamine oder Mineralstoffe, die hitzebeständiger sind. Und so kann man dann da aus wissenschaftlicher Sicht wirklich da auch herzhaft diskutieren über die Rohkost. Hm. Machst du das nur aus der Wissenschaft ab oder ist das wirklich auch persönliche Erfahrung, dass du dich wohler fühlst? Nee, das ist schon auch wirklich persönliche Erfahrung. Okay. Also ich ernähre mich ja nicht zu 100% von Rohkost. Hm. Würde ich gerne irgendwie mal hinkommen. Weiß nicht, ob ich das dann wirklich für immer so mache, aber ich versuche halt überwiegend, also zum Großteil, mich so roh wie es geht zu ernähren. Ich glaube, das ist auch ein sinnvoller Ansatz, als unbedingt die 100% anzupeilen. Genau. Das kann aus meiner eigenen Erfahrung. Kann auch sein. Ja. Und ja, ich fühle mich danach auch einfach viel besser. Ich fühle mich halt nicht so irgendwie belastet nach dem Essen, dass man sich erstmal ausruhen muss, sondern ich fühle mich wirklich leicht, habe Power, Energie und bin auch, ja, irgendwie wirklich glücklicher damit. Also, das ist auch mal das Bizarre eigentlich dran. Wir essen eigentlich dafür, dass wir Energie aufnehmen, dass wir etwas leisten können. Mhm. Und nach dem Essen fühlen wir uns plötzlich total vollgefressen oftmals und total, wir können da nichts mehr machen. Und da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja. Und das geht sehr, sehr häufig mit gekochter Nahrung einher. Und das mal weg von der Wissenschaft, sondern rein von der Erfahrung. Und ich glaube, tut auch der gesamten Rohkostbewegung auch wahrscheinlich mehr gut, wenn wir uns alle darauf besinnen, von unseren Erfahrungen zu sprechen und weniger von der Wissenschaft, weil bei Studien ist es immer so, es gibt diese Studie, es gibt diese Studie, die halt einen anderen Ansatz haben von der Fragestellung. Man kann sich verschiedene Zielgruppen rausziehen, also Beobachtergruppen, die man sozusagen aus einer Gesamtstudie rauszieht, dann die entsprechende Frage stellt und da kann man fast jede These auch studientechnisch oder wissenschaftlich belegen. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich das Sinnvollste, wenn man einfach von den eigenen Erfahrungen spricht und, ja, und diese dann weitergibt. Und die sind bei dir durchweg positiv, würdest du sagen. Ja. Deswegen sagst du ja auch Rohkost, du würdest es sehr, sehr intensiv, du hast es jetzt zwar 100% gesagt, aber ja, also das... Ja, definitiv. Also ich merke das halt an Tagen, wenn ich mich jetzt komplett oder wirklich fast zu 100% von roh ernähre, dass ich mich einfach viel besser fühle, auch irgendwie klarer denken kann und einfach ja, mehr Energie habe. Und ich glaube, das hat wirklich einen sehr starken Zusammenhang mit der Ernährung, weil ich das auch spüre, wenn ich dann wieder mehr gekocht ist oder einen Tag sehr wenig roh esse, dass ich dann auch irgendwie schlapper bin und ja, das müder. Ist eigentlich
gerade wenn sowas reproduzierbar ist, das heißt, man kann dieses Ergebnis quasi immer wieder wiederholen, dass man dann wieder gekocht ist, man geht es einem nicht so gut, man ist wieder roh, es geht einem gut, sage ich, ein klarer Indikator dafür, dass es tatsächlich so ist. Und finden sich bei dir auf dem Kanal auch nur die Tierschutzthemen oder willst du auch was zur Ernährung machen oder hast du noch andere Sachen dabei? Oder? Ja, also mein Kanal wird, glaube ich, sehr, sehr vielseitig. Ich habe ja ganz viele verschiedene Themen. Ja, willkommen im Club. Genau, ja, deswegen feiere ich deinen Kanal ja auch so. ja, genau, es wird halt immer wieder was anderes geben, so ähnlich wie bei dir. Werden auch Gesangsvideos kommen und nicht nur zum Thema Tierrechte, sondern auch Ernährung. Also, dass ich einfach auch mal ja, ein paar ganz einfache Rezepte so zeige. Simpel, aber wirkungsvoll, sag ich mal so. Auch für mein näheres Umfeld, dass ich das auch wirklich ja, einfach mal vorleben kann und nicht nur in der Theorie davon erzähle, dass die auch was anzuschauen haben und ja, schön. Also da wird noch vieles kommen, so ganz allgemeine Themen auch halt so, ja, ich mache ja auch, stelle ja auch selber so mit pflanzlichen Ölen oder so Sachen für die Körperpflege her oder ja, halt nicht nur die Ernährung, auch generell vieles verändert in meinem Leben. Cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Der Kanal ist ja relativ klein, ne? Ja, ist noch sehr. Ist ja gerade erst quasi entstanden. Und ja, also wenn ihr Lust habt, Jenny da zu verfolgen, dann wäre das unten auf jeden Fall verlinkt. Ihr findet ihr oben Infokarten und eine Infobox. Und es ist immer so schön. Ich freue mich über jeden neuen YouTuber, der sich über, ja, mit einem bewussten Leben auseinandersetzt. Weil du erreichst mit Sicherheit ganz andere Menschen, als ich das erreiche. Aber es gibt natürlich auch eine Teilmenge und diese Teilmenge wird jetzt auch angesprochen in dem Video. Das heißt, wenn ihr mich gut findet und wenn ihr denkt, Jenny könnte auch gut finden, dann ja, dann abonniert die Jenny einfach und ja, dann, dann ist die geistige Evolution wieder ein Stück weiter, weil umso mehr bewusste Menschen es gibt, umso mehr Menschen gibt es, die wieder andere zu einem bewussten Leben animieren können. Das muss nicht unbedingt immer in die gleiche Richtung gehen, aber es geht einfach darum, nachzudenken über das, was man tut und nicht in diesen Automatismen ja, zu verharren, die wir seit Kindheit anerzogen, die uns anerzogen wurde. Und das ist eigentlich das große Thema, warum ich das nochmal gerne mache. Andere junge YouTuber, also nicht jung im Alter, bei dir passt das nun, dass du auch relativ jung bist, aber auch frische YouTuber da auch mal vorzustellen. Und ja, das heißt, auch wenn ihr bei der Revolution, beim Potluck mal vorbeikommt oder sowas und gerade YouTube gestartet habt zur bewussten Ernährung, sprecht mich ruhig an, habt auch keine Angst, sagt, hier, kannst du nicht mal ein kleines Interview mit mir machen, ich habe einen YouTube-Kanal oder sowas. Ich bin da eigentlich meistens immer bereit dafür, das nur mal so als generellen Hinweis. Ja, dann würde ich sagen, danke Jenny, dass du hier uns das geteilt hast und wir verabschieden uns und na dann, tschüssi. Bis dann, tschüss.